Hallo liebe Leute, guten Tag. Heute machen wir eine ganz klassische Stelle aus Italien. Ist Fritto Misto der Name. Und ja, ist einfach mit der argentinischen rote Gambas, die Baby Calamari, Calamaretti und die Alici oder Sardellen. Okay? Und dann natürlich die Hartweizen Grismel, wo wir panieren die ganzen Fisch. Salz, Zitronen und die Pflanzenöl für frittiert. Einfach wir zum Putzen, erst einmal die Calamari. Okay, machen wir da alles weg, muss man bei dem Kopf. Da, die Augen sind da, 1, 2, machen die Augen weg. Ne? Und auch die Zahn ist diese, machen das weg. Das weg. Und behalten wir den Kopf. Machen wir da rein. Und dann, warte. Und dann machen das alles weg auf die Müll. Diese gibt noch ein Stück da rein. Ne? Machen das weg. Da ist die, wie sagen, so wie die Knochen für die Tintenfisch. Und dann bleiben nur die Tube. Die Tube und die Kopf lassen da in Wasser und können wir weiter putzen. Jetzt die Öl habe ich schon gemacht bei 140 Grad. Wenn frittieren wir, mache ich bei 160 bis 180. Jetzt putzen wir weiter die Tintenfisch. Machen das alles weg. Okay. Und dann noch weiter. Alles da, was ist rein, muss mal schon gut geputzt. Ne? Dann machen direkt in Wasser. Jetzt für eine gute Portion, eine bis zwei, habe ich vier Calamaretti genommen. Ne? Ungefähr 7-10 Stück Alici und 3 Gambas. Noch einen Kopf, machen wir weg. Und das auch weg. Okay, jetzt bin ich auch ein bisschen geputzt. Die Calamari machen wir auf eine Seite. In unsere kleine Bleche. Also. Okay, jetzt fangen wir mit der Alici. Die Alici muss man nur da auf dieser Seite, wo ist der Bau? Alles durchweg machen, ne? So einfach mit den Finger. 1 und 2. So. Kann auch den Kopf lassen, ne? Ist da kein Problem. Muss man nur so bleiben. Auch ganz kurz im Wasser und dann weg. Ja. Das war's für die Alici. Ist ganz einfach zum schneller putzen. Okay, legen im Wasser. 1 Minute. Hoppala. Okay, kontrollieren wir. Okay, weg. Weg. Das ist alle die, ungefähr alle die Bau, basiert in der Bau. Die Alici, aber der Rest kann alles essen, ne? Ganz ehrlich. Vielleicht nur der Kopf nicht, aber manchmal ich esse noch die Kopf von dieser Alici oder Sardine, wenn es ganz klein. Okay. Yes. Das. Wir putzen so, auch die Alici, so einfach, muss man auch eine frische Produkt kaufen, nicht die TK. Mit die TK-Produkt kommt alles kaputt dann die Alici. Kann ich so putzen, ganz ehrlich. Okay, machen wir noch ein. Das ist ein bisschen groß, aber immer noch gut. Sehr gut. Eigentlich, ich würde sagen, noch besser. Ein bisschen Wasser. Und weiter. Und weiter. Jetzt bleiben nur die Gambas jetzt zu machen. Ne?
Aber okay, das mache ich weg, den Kopf. Schon fertig. Jetzt für die Gambas, so wie letztes Mal, wenn wir die Pasta habe ich gemacht, ne? Einmal mit Gambas. Putzen wir nur da. Die Schale. Behalten wir den Kopf. So zeigen wir seine Produkte im Ganzen. Machen da auf. Machen die Korall und die Intestin da. Machen wir nur die schwarze weg, dieses Stück. So. Einfach weg. Das muss man nicht waschen. Im Wasser legen wir direkt da. Ein. Zwei. Okay. Okay. Da vielleicht muss man ein bisschen waschen, weil es nicht so schön, aber immer noch gut. Dann sind schon bei der dritten und wir sind fertig jetzt. Jetzt frittieren wir. Okay. Das dritte, schon geputzt. Jetzt geht los, machen wir 160 Grad die Temperatur. Nehmen wir nur ein bisschen Papier, für die, ein bisschen trocken machen die ganze Fisch. Okay, so. Zack, zack. Gambas da. Ein, zwei, drei. Dann Alici auch ein bisschen trocken. Machen wir. Weil dann sind sie zu nass. Und die Kalamari auch. Die Kopf machen da auf eine Seite. Und unsere Tube schneiden wir. So nicht zu klein, so eine Ring ungefähr. Okay. Nehme ich noch ein bisschen Papier. Nun machen wir das. Schon trocken, ne? Diese muss man ein bisschen mehr, von der Kalamari. Ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen mehr trocken machen. Immer noch weiter ein bisschen Papier, das ist viel später, für die, wenn es nach der frittiert, muss man immer legen in ein bisschen Papier, so ziehen ein bisschen die Öl. Und lassen wir da. Okay. Jetzt muss man nicht alle zusammen frittieren. Besser essen mal nur eine Sache, dann die andere und dann noch die andere. Nicht alle zusammen, weil so die Temperatur von der Öl kommt sehr unten und schafft nicht zum Frittieren. Das ist eine von den großen Problemen. Wir machen eine Frittomisto. Nur schaffen wir, wenn geht eine Fritose. Dann ist alles in Ordnung. Können wir sehr schneller machen. Okay, dann ich lasse da auch eine Teller für unsere Frittomisto. Anfangen wir mit ich will gerne sagen, die Kalamari. Erst mal die Ring. Machen da bei der Art Weizengris unser Mehl. Weg, plus die Kopf auch. Mischen wir nur ein bisschen. So schön gemischt, so kommt auch da drin, ne? In die Ringe. Ne? So explodiert nicht immer die Öl, kommt immer was draußen. Das ist auch immer ein großes Problem, wir machen eine Frittomisto. Okay? Dann passieren wir. So kommt nicht die ganze Mehl in die Öl. Passieren wir.
Alle so. So, zack, zack. Das muss man immer machen, weil so brennt nicht die Öl. Das ist auch ein großer Trick, ne? Für unsere Frittomisten machen. Okay, dann wir sind schon vorbereitet. Und machen wir die erste. Probieren wir eine. Die Öl ist heiß und dann können wir schon alles reinmachen. Okay. Für die Calamari, ich will gerne sagen, 45 Sekunden bis eine Minute. Nicht so viel. Hoppala. Es war noch ein bisschen nass vielleicht, aber. Okay, lassen wir da. Und panieren wir jetzt die Alici. Machen immer, wenn frittiert eine, muss man was die andere Sache machen direkt. So, jetzt die Alici. Zack, zack. Guck mal, wenn jetzt kommt ein bisschen leiser wieder die Öl, ne? Dann ist die Calamari schon fast fertig. Braucht nicht lange, eine Minute, vielleicht maximal 90 Sekunden, so. Nee, 2 Minuten sind schon zu viel, ich würde gerne sagen. Weil muss man schneller frittieren. Okay, da auch, machen wir gleich so, zack, zack und fertig. Vorbereiten, lassen da. Jetzt wir machen die Calamari weg, direkt die Sardelle rein. Okay, Calamari sind fast fertig. Muss man nicht trocken werden, das ist auch die Punkt. Okay. Und dann direkt machen wir die Gambas schon bei dem Mehl. Direkt so ziehen ein bisschen die Flüssigkeit. Okay. Fertig. Calamari. Da ist die Teller, was ich will benutzen dann. Muss man hier bleiben, du, weg. Okay, Calamari. Wir sind fertig, ist schon eine gute Fabel. Nicht zu dunkel und nicht zu hell. Okay. Okay, sehr gut, jetzt können wir ein bisschen Salz. Okay. Und lassen wir da, ganz kurz. Dann machen wir direkt rein die Alici jetzt. Auch der gleich. Eine Minute bis zwei Minuten, braucht nicht lange. Okay, dann können wir auch schon halbe Zitrone schneiden. Kommen wir da und da. Die Alici sind schneller fertig auch. Jetzt können wir noch ein bisschen nur aufpassen mit den Gambas. Panieren wir noch ein bisschen. Auf den Kopf. Noch 30 Sekunden, so ungefähr. Probieren wir eine Calamari schon. Sehr gut. Die Alici sind fast fertig. Ich will
Noch 20 Sekunden, lass den Sohn bleiben. In ganz, ganz fest. Die Kalamari sind perfekt. Ich will vielleicht noch ein bisschen Salz. Und dann machen wir schon da. Ich lasse nur 2-3 Stück für oben drauf machen. Okay. Kalamari, schon dabei. Alici, jetzt sind fest gewonnen, dann sind fertig. Nicht zu dunkel, nicht zu hell, knusprig. Und schon frittiert. Muss man so ganz leicht die Panatur von der Art weißen Grieß, weil muss man nur Fischgeschmack haben, nicht mit nur die Brot, die paniert Mehl oder sowas. Muss man so Fischgeschmack haben. Hoppala. Jetzt machen wir noch ein bisschen Salz da. Machen die Gambas jetzt rein. Das auch, 2 Minuten, ich will gerne sagen, nicht lange. Okay, machen wir es schon. Die Sardine bleiben, wenn es so ist, perfekt. Muss man nicht unterfallen, muss man immer gerade bleiben. Ne? Aber nicht trocken, nicht zu trocken. Ne? Ja, schon picobello machen langsam. Okay. Und ich will lassen für oben drauf. Gucken wir die Gambas. Das auch. Dauert noch 30 Sekunden ungefähr. Jetzt mit dem Mehl sind auch fertig. Ja, warte nur die Gambas und die Teller schon, schon dabei. Das ist sehr gut für den Frühling oder Sommerzeit. Das ist eigentlich perfekt. Eh? Vielleicht mit nur ein bisschen Salat noch dazu oder nur ganz ehrlich auch nur so mit ein bisschen Zitrone. Eine gute Glas Weißwein oder eine Prosecco ist perfekt. Okay. Die Gambas sind auch sehr gut, knusprig. Sehr gut. Okay, Öl machen wir zu. Okay, noch ein bisschen Salz. Andere Seite auch. Und drei. Dann was machen wir noch? Habe ich gelassen ein bisschen Kalamari. Machen wir da oben drauf. So kommt sehr schön für die auch Optik. Und die letzte. Noch was dazu. Habe ich gemacht nur ein bisschen Basilikum auch frittiert für die eine feine Note, ne, von dem Basilikum, so eine mediterrane Note.
Okay. Basilikum ist auch dabei. Das muss man ganz, ganz kurz frittieren, weil dann kommt zu dunkel. Muss man so bleiben. Ne? Ich will gerne sagen, hoppala, guten Appetit.